Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe umgepackt. Ich habe jetzt doch die Maxpedition Fatty mal in Gebrauch, weil ich noch ein paar Sachen ergänzt habe. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst doch mal einen Kommentar da, dann stelle ich euch auch die Fatty nochmal vor mit allem, was drin ist. Heute geht es aber nur um ein spezielles Teil, ganz speziell um ein Hotto Torx Tool, beziehungsweise einen Bithalter, Bitdriver. Den habe ich selbstverständlich auch in der Pouch parat, hier in der Mitte. Sieht aus wie so ein übergroßer Stift, ist aus Aluminium, ein paar kleinere Spuren hat er, aber das tut ja nichts zur Sache. Wird geliefert in so einem ganz normalen, unauffälligen Pappkarton. Das ist alles ziemlich unspektakulär. Hotto Feinmechaniker, bla bla bla, Brille und Uhr, ne, so das Übliche. Ganz interessant, Importeur ist eine Firma in Irland, habe ich so auch noch nicht gesehen. Die Hotto-Teile stehen aber schon eine ganze Weile in einem ziemlich guten Ruf. Und ich kann bis jetzt auch bestätigen, dass das Teil absolut, absolut brauchbar ist. Wie gesagt, sieht aus wie so ein etwas dickerer Pen. Na komm, Designed by Hotto steht dann hinten auch nochmal drauf. Gibt es, wie ihr sehen könnt, in den unterschiedlichen Aluminiumfarben. Und ja, ihr habt hinten magnetisch gesichert ein kleines Arsenal an Bits. Was das jetzt im Detail ist, entnehmt das bitte dem Link in der Videobeschreibung. Ich habe das Teil natürlich für euch verlinkt. Für uns Messerbekloppte ist natürlich die Torx-Größen das Interessante. Besonders halt der Torx 6 und der Torx 8, weil das in der Regel die Griffschalenschrauben und die Achsschraubengrößen sind. Das ist dieser Bit hier. Ne? Nicht nur wird das Magazin hier magnetisch im Griff gehalten, die einzelnen Bits werden selbstverständlich auch magnetisch in dieser Halterung festgehalten. Sehr, sehr cool. Nicht zu fest, aber durchaus so fest, dass da nichts passieren kann. Sehr passgenau können wir das Ding wieder einsetzen. Auch das hält soweit sehr gut. Und natürlich ist dann vorne auch nochmal ein Magnet, der den Bit dann im Stift hält. Ne? Also insgesamt dreifach magnetisch gesichert. Tolle Handlage, richtig gutes Teil. Warum zeige ich euch das? Ich habe ja neulich nochmal über das Farley gesprochen, dass sich der Clip da ein bisschen verbogen hatte. Und da dachte ich, nachdem mir jetzt einige Leute dann in den Kommentaren auch bestätigt hatten, das Clip andersrum montieren und dann quasi einmal überdehnen, über das Griffende hinaus, dass das die beste Methode sei, um den Drahtclip wieder hinzukriegen. Also ihr seht schon, in der Anwendung ist das Teil einfach absolute Sahne. Ich versuche das jetzt mal so vorsichtig, dass die Schraube, jawohl, sitzen bleibt. Sonst ist es nämlich immer unnötig kompliziert. So, setzen wir den Clip einmal an. Montieren die Schraube wieder, ja, ganz normal zugfest, ne? Also nicht zu fest, sondern zugfest. Und ja, dann ganz einfach über das Griffende hinaus ein bisschen den Clip nach unten biegen. Das hatte ich vorher schon mal gemacht. Also er saß schon wieder deutlich besser, als das vorher der Fall war. Das Ganze wieder lösen. Vorsichtig. Wenn die Schraube sitzen bleibt, ist alles ein ganz klein bisschen einfacher in der Montage. Sonst musst du die da wieder zwischenfummeln. Das geht zwar alles, aber ihr seht schon, so ist das mit wenigen Handgriffen gelöst. Schraube wieder montieren. Wenn das ein bisschen ungeschickt aussieht, verzeiht mir das. Ich greife hier natürlich um mein Equipment rum. Und dann könnt ihr sehen, Clip liegt wieder auf. Das Ding ist wieder tipptopp und einsatzbereit. Jetzt muss ich das Farley irgendwann noch mal richtig scharf bekommen. Dann ist es bereit, wieder im EDC Einsatz zu sein. Ja, ihr seht, das Hotto, der Hotto Bitdriver magnetisch mit dem Magazin in Stiftform. Ja, wirklich ein super praktisches Teil, nimmt kaum Platz weg. Du hast alle gängigen Bitgrößen dabei. Wie gesagt, schaut unten in die Videobeschreibung, da ist der Link, da könnt ihr nochmal genau sehen, welche das sind. Aber ihr habt die Torx-Größen, die ihr braucht für eure Messerpflege, für eure Messerwartung. Ich finde das Design tipptopp. Es passt wunderbar ins EDC. Lässt sich
Zoll mitnehmen, wiegt nicht viel. Größe und Gewicht können wir uns auch gerne nochmal anschauen. Das kann man ja im Video immer ganz gut demonstrieren. Also das komplette Tool wiegt knapp 60 Gramm inklusive aller Bits und wir haben eine Gesamtlänge von 12 cm, 11,9, 12 cm bei 60 Gramm Gesamtgewicht. Definitiv eine mehr als brauchbare Option, wenn es darum geht, einen Bithalter mit passenden Bits für unterwegs zu finden, der euch in eurem EDC-Setup immer begleiten kann, begleiten soll, begleiten wird. Ich möchte das Teil nicht mehr missen, finde ich großartig. Natürlich habe ich noch meine kleine Tool-Roll, aber mit dem Leder, wo die Bits nicht so richtig gut festgehalten werden, wenn du das Ding schon aufklappst, fallen dir meistens schon mindestens 3 oder 4 Bits entgegen. Das passiert hier nicht, also gerade für unterwegs durch diese dreifache magnetische Sicherung ist das eigentlich ein richtig, richtig gelungenes Teil. Falls ihr Bock drauf habt, Link unten in der Videobeschreibung, das sind natürlich wie immer Affiliate-Links. Falls ihr bestellt, gerne über diesen Link, dann bekomme ich dann noch 1% oder 2% Kickback. Da freue ich mich sehr und kann mit dem, was ich hier tue, auch prima weitermachen. Falls ihr versorgt seid, vergesst einfach, dass es dieses Video gegeben hat. Ich war einfach der Meinung, den Hotto Bit Driver mit magnetisch haltenden Bits in diesem wunderbaren Revolver-Magazin, nenne ich es mal. Ja, den fand ich einfach wert, euch mal zu zeigen. In diesem Sinne, schönen Dank fürs Zuschauen, schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr das Video schaut. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.